Prinzessin Victoria und Prinz Daniel befinden sich gerade auf ihrer Australien- und Ozeanien-Tour. Das schwedische Paar will damit die Beziehungen der beiden Länder weiter festigen. Jetzt könnte ihr Besuch zu einem jähen Ende kommen. Eigentlich ist geplant, dass Victoria und Daniel am 16. Februar nach Neuseeland weiterreisen. Dort herrscht aktuell jedoch eine Umweltkatastrophe. Zyklon Gabrielle forderte bereits die ersten Todesopfer, der Notstand wurde von der Regierung ausgerufen. Vom 16. bis zum 18. Februar sollen die Royals in den Städten Wellington und Hamilton unter anderem das Nationalmuseum Te Papa Tongarewa und das Parlament besuchen. Besonders Hamilton liegt nahe an den betroffenen Gebieten. Ob das Paar seinen Besuch deshalb wie geplant fortsetzen kann, wird wohl bald bekannt gegeben.